Das sieht halt doof aus. Ah, nein. Komm schon. Danke. Ich wollte Advanced Rotation haben. Genau. Oh, die ist. Nein. Das ist definitiv nicht das, was ich will. Catwalk V2 Plate Only. Ja, das ist das, was ich eigentlich wollte. Und dann noch Advanced Rotation. Danke. Wenn wir die so machen. Und dann. Treppen. Das waren unsere Treppen. So, und dann von den normalen die halben Blöcke. Allerdings mit Advanced Rotation und wieder das gleiche Thema. Ich rotiere einfach mal in die falsche Richtung. Kann ich. Geh mal runter. Danke. Hier jetzt grundsätzlich ran. Ja. Hier müsste ich so zumachen können. Oh, da wird es schon gelb. Das heißt, das geht noch. Dann sollten wir hier mal schleunigst einen Block hinbauen, damit wir wieder etwas Stabilität gewinnen. Dann würden wir hier so runterkommen. Das sieht gut aus. Glaube ich gar nicht blöd aus, oder? Wobei ich mit dem Ding da in der Mitte, mit dem Catwalk, eigentlich noch nicht ganz zufrieden bin. Gibet denn einen Catwalk, wo wir nur den Pillar drauf haben? Das wäre eigentlich das Ideale. Erstmal brauchen wir das Teil hier. Damit es hier was aussieht. Ja, so kann man es anbieten, oder? Das sieht doch nach was aus. Was meint ihr? Ohne jetzt zu viel Licht zu machen, nehmen wir mal die Schaufel in die Hand. Dann könnte man doch eigentlich hier. Zu früh gedrückt, könnte man doch eigentlich hier ein Half Cube mit Advanced Rotation so reinbauen, oder? Dann klappt das nämlich auch hier unten. Ja. Klappt. Und dann bräuchten wir hier in der Ecke eigentlich nur mehr. Ach, geh. Das geht wieder nicht. Nein. Der ist zu dick. Das dachte ich mir nämlich schon. Straight Spiral Pole. Nein, leider ganz und gar nicht. Railing Flat Right. Railing Flat Left. Nein. Gibt es hier den Pole allein nicht? Es sieht gerade nicht so aus. Ihr wisst, was ich meine, nur diesen Eckpiller hier. Rasenmarkierungen. Nein. Poles. Der ist rund, oder? Wie es mir aussieht. Ja, die sind alle rund. Ah, hier sind die eckigen, aber die sind doch. Massiv zu dick, oder? Was tue ich denn? Ja, ein Viertel von dem bräuchte ich halt. Grübel, grübel und studiere, aber davon haben wir nichts hier.
Gibt so ein Pole wirklich nicht? Das sind wieder die Runden, die helfen mir leider gar nichts. Das ist der, den wir gerade haben und einen dünneren scheint es nicht zu geben. Schade. Da fehlt eigentlich ein Teil, wenn du mich fragst. Aber nichtsdestotrotz, wir können jetzt. Wird der gelb oder. Nee. Lass mal gucken, wenn ich hier lang gehe. Wie kriegen wir eigentlich nirgends ein Problem, oder? Nö, das passt perfekt von der Größe. Dann kann man hier rauf gehen. Ja, gefällt mir. Hat Potenzial. Allerdings möchte ich hier gerade mal die Mauer weiterziehen. Und der Airdrop ist gar nicht mal weit weg, oder? Naja, doch ein Stückchen. Aber den können wir uns morgen holen. Das hätten wir dann. Vor allem, es beginnt ja schon wieder zu regnen. Es ist ja nicht so. Von dem her hätte ich eigentlich gar kein Problem, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen was abdichten könnte. Was mir gefällt, ist, dass ich eigentlich gar keine Statikwarnung hier kriege. Die Frage ist dann halt, wenn ich irgendwas draufstelle, was wirklich Gewicht hat, ob das nochmal einen Einfluss hat. So gut kenne ich jetzt das Statiksystem hier im Spiel auch nicht. Aber nun ja, das werden wir alles rausfinden, oder? Schön langsam. Ernsthaft? Oh shit. Oh shit. Tür zu. Wow, war das knapp. Wow, war das knapp. Wir haben heute Hundetag. Na toll. Einer weniger. Und zack. Und wo ist der letzte Wauwau? Ah, das sind sogar noch zwei. Noch einer weniger. Aber habt ihr gesehen, wie die. Hübsch. Weg mit dir. Wow. Wie die hübsch am Ufer gespawnt sind. Ist ja nett. Ich habe jetzt kein Messer mit. Ernsthaft? Ist ein Scherz, oder? Ja, Gott sei Dank. Die Schaufel tun wir mal ins normale Inventar. Eigentlich, ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Die beißen sich da relativ schnell durch. Ich brauche mal was zu trinken. Dann haben wir heute wenigstens ein bisschen Action abseits vom Bauen. Ist ja auch kein Fehler, hätte ich gesagt. Und wir kriegen jede Menge Gammelfleisch. Also jede Menge, aber zumindest ein bisschen Gammelfleisch, ein bisschen Tierfett. Meinen Bolt kriege ich wieder retour. Das ist eh gut. Dann können wir unseren Garten auch machen. Und es ist gut zu wissen, dass hier quasi ein Spawnpoint direkt vor unserer Tür ist. Puh, das heißt, ein Gartenzaun ist auf keinen Fall ein Fehler, oder? Später mal. Und es ist gleich 22 Uhr. Dass die Viecher so spät spawnen, wundert mich. Aber alle da hinten und dann sup, 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 Richtung Haus. Meine Bolzen mitgenommen. Da
dann können wir hier gleich ausbessern. Wir haben dann auch ein kleines Hüngerchen. Da ist soweit alles jetzt in Ordnung. Hier haben wir ein Problem. Ansonsten, wow. Schon die Hündchen gehen. Aha. Ich hab doch da was gehört. Oder? Tatsache! Da hat sich ein Wauzi ins Wasser verpackt. Dafür verlierst du deinen Kopf, Mistvieh. Puh. Aber es ist gut zu wissen, wir brauchen ein verstärktes Fundament. Leute. Gut, dass ich den jetzt noch gehört habe. Na, schade, nur Federn. Essen haben wir jetzt. Na komm. Nix bei, aber wir haben hier was. Das nehmen wir mal mit und dann verkrümeln wir uns nach innen. Und gucken mal, was die. Nein, nicht scrappen, nicht scrappen, nicht scrappen. Vor allem nicht 4 Stück davon. Ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung ist wichtig. Gut. Alles wieder ein bisschen ruhiger. Außer, dass jetzt Nacht ist, offiziell. Also wird es auch kein Fehler sein, hier mal abzudichten, dass kein Licht mehr rauskommt. Natürlich kriegen wir jetzt Action. Hallo? Hier bin ich. Also, ich finde, die Armbrust ist ein guter Trade-off aus Geschwindigkeit und Damage. Vor allem, das ist jetzt eine ungepimpte Zweier. Wenn wir hier schadenstechnisch noch was machen können. Lass mein Haus in Ruhe, Arsch. Ja, treffen muss man halt trotzdem, auch mit der Armbrust. Und das ist ein Verröser. Hoppla. Macht aber auch nichts. Dass wir in der ersten Nacht Action haben werden, war mir irgendwo klar. Deswegen werde ich jetzt auch geduckt hier weitermachen. Weil wir einfach ein bisschen weniger Lärm machen, so. Auf diese Art und Weise. Ich würde nur mal gern den Part hier verstärken. Damit wir das mal erledigt haben. Dann können wir hier nämlich unbeschränkt weiterbauen. Ich würde dann hier herum irgendwie so eine Art Küche und Schlafzimmer machen. Vielleicht auch ein Bad, werden wir sehen, wie detailliert wir das Ganze einrichten möchten. Aber ich glaube, für den ersten Tag haben wir eh einen ganz guten Fortschritt soweit geschafft. Hier die Blöcke natürlich. Der Feral wird hier wahrscheinlich ein bisschen geklopft haben. Der hier. Ich nutze das aus. Und. Wow. Hol mir ein klein wenig Cobblestone. Aber wir haben ja Gott sei Dank. Shit. Meine Pfeile sind gespawnt. Oder besser gesagt, meine Bolzen. Dann hätte ich gesagt. Machen wir erstmal die Türen zu unseren Schwachstellen, oder?
Dann kommt nämlich hier schon mal so weit nichts rein, was uns wehtun könnte. Außer im... bei den Türen. Und dann wissen wir wenigstens, wo wir sie erwarten müssen. Shit. Wer klopfe dann? Mhm. So sieht's aus. Im Open House. Habe ich Schritte gehört? Nein. Wir haben halt jetzt auch überhaupt keine Protection Zone. Dadurch, dass wir keinen Gebietsschutzblock und nichts haben. Was hätten wir? Perfektestens. Würde ich meine Treppe gern ein bisschen verstärken. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Als nächstes. Lass mal gucken. Wenn wir jetzt grundsätzlich mal hier eins freilassen und... nein. Garage, oder? Die gibt es mit 3x2 oder 5x3. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre hier quasi wieder 1 Luft. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ab hier könnte ich was bauen. Hier hätten wir die tragende Wand. Okay. Vielleicht geht sich da auch mehr im Erdgeschoss aus. Das müssen wir mal gucken. Wenn wir hier die Schmieden herpacken. Ich habe jetzt keine Nägel mit, aber ein paar haben wir ja noch. Danke. Wie machen wir das am blödesten? Was ich auf jeden Fall hier gern machen würde, wäre ein Abgang zu einer Mine. Und wenn es nur für Stein und solche Sachen ist, den platzieren wir erstmal. 1, 2, 3, 4... stellen wir die auf die Kisten drauf, auf die Rohstoffkisten. 3, oder machen wir hier die Kiste und machen hier die 3 Schmieden hin. Oder 2 Kisten. Lass mal craften. Die Torches könnten wir in der Zwischenzeit aber aufhängen. Einfach, um außen ein bisschen besser zu sehen, falls wir Besuch kriegen. Sehr schön. Dann sollten auch unsere 2 Kisten hier sein. Genau, weil dann können wir eine Kiste damit machen und eine Kiste mit dem Output-Material? Oder packen wir das dann gleich in eine Bastelkiste?
Hier daneben würde ich auf jeden Fall eine Werkbank mal hinstellen. Dann könnte man rein theoretisch bis hierhin geht's Tor. Hier eine zweite Werkbank hinstellen. Hätte man hier einen Eingang, kann man sich hier gut bewegen, weil der Block ist ja dann weg. Dann würde ich hier einen Lagerbereich machen. Wobei ich das dann wahrscheinlich nicht mit den normalen Kisten machen würde, sondern irgendwie damit. Hat zwar wesentlich weniger Platz, aber Flash, Nitrate Powder wäre jetzt das Problem. Hat zwar weniger Platz drinnen, die Cabinets, aber es sieht halt besser aus. Dann könnte man hier so eine Lagerwand machen. Ihr wisst, was ich meine. Drei hoch, das reicht eh. Und hier könnte man noch eine Cam Station hinstellen. Hier hat man noch Platz. Das Auto braucht eh Platz. Hier geht es dann runter, ja. Hier eine Cam Station. Und hier. Wäre dann das große Lager. Sieht das nach einem Plan aus? Ich denke mal, oder? Und dann kannst du eben hier rauf. Alle hopp. Und kannst dann sagen, okay, hier oben hast du noch irgendwie ein paar Zimmer. Erstens mal hast du dann hier eine hübsche Aussicht. Die Bäume kommen weg. Du kannst dann so eine Art Schlafzimmer eben machen. Ein Bad. Die Küche kommt hier oben hin, wie gesagt. Und dann hätte ich gerne einen Ausgang, damit wir einfach einen Balkon haben und uns die Zombies vom Hals halten können, wenn wir nachts Besuch kriegen. Einfach indem wir auf den Balkon rausgehen, da haben wir nur ein normales Geländer und dann sollten wir durch unseren Zaun hindurch alles wegputzen können, was uns irgendwie nervt. Ja, ich glaube, das könnte so funktionieren. Gut. Die Aufnahmesession war ganz gut. Es ist zwar weniger Zeit dabei rausgekommen, als ich gehofft habe, weil wir relativ viele Time Loops drinnen gehabt haben. Aber soweit. Wie gesagt, der Plan war ja am ersten Tag, die Base so weit hinzukriegen, dass wir drinnen wohnen können. Und die Nacht überstehen und in der Nacht auch arbeiten können. Und wie gesagt, ich glaube halt, dass hier in der Wildnis, auch wenn wir jetzt diesen Hundebesuch hatten und den ein oder anderen Zombie, der da irgendwo durch die Gegend gekräuchelt ist, ich könnte mich eigentlich bücken, damit ich nicht ganz so viel Lärm mache, ist es insofern ruhiger, als dass wir auch in der Nacht im Freien, glaube ich, arbeiten können, ohne ständig Angst zu laufen oder Gefahr zu laufen, von irgendwem oder irgendetwas zerfleischt zu werden. Hinzu kommt, sobald wir den Zaun fertig haben, dass die Zombies ja sowieso schon massiv anrücken müssen, um überhaupt in unsere Nähe zu kommen. Und bis sie das geschafft haben, sind wir im Haus. Ah, siehst du, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, auf die man achten könnte. Und zwar, wenn wir einen Balkon machen rund ums Haus. Perfekt. Wenn wir einen Balkon machen, ob es nicht Sinn machen würde, den aus Gittern zu machen, damit man durchschießen kann.
Das könnte vielleicht Sinn machen. Ja.